Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Rennwochenende bei Project Cars 2. Vielleicht sollte ich mal die Begrüßung ein bisschen ändern, ist auch egal. Schön Samstagnachmittag, ein regnerischer Samstagnachmittag und wir kommen einfach nicht aus den Vereinigten Staaten raus. Gleich nächste Rennstrecke, gleich wieder in den Vereinigten Staaten. Tsunamo Raceway Grand Prix. Oh ne, Tsunamo? Tsunomo. Tsunamo. Tsunomar. Tsunomar. Das klingt aber auch nicht sehr amerikanisch, aber wie dem auch sei, immer noch in Amerika. Immer noch mit dem Cadillac unterwegs. Wie gesagt, mit den Heimvorteil Sachen Marken ist das immer ganz in Ordnung. Und ich bin hier, glaube ich, lang nicht mehr gefahren. Bin hier schon mal gefahren. Versuche mal hier trotzdem den hier so ein bisschen auszuweichen. Auch mal gleich ein bisschen leiser machen. Und ja, bin hier lang nicht mehr gefahren. Ich weiß, die Strecke war aber ganz cool gewesen. Die KI habe ich jetzt, glaube ich, wieder auf 79 hochgejagt. Stimmt, das war so ein bisschen unterteilt, die Boxengasse. Das war ganz lustig. Die KI habe ich wieder ein bisschen erhöht. Mal gucken, ob ich da so ein bisschen gegen anstinke. Zumindest in den Top 10 sollte ich vielleicht, wenn es geht, sein. Ja, du kannst... Mein Spotter kann mir sagen, was er möchte. Ich verstehe es gerade sowieso nicht. Gerade nicht mit hier, was war das? V10-Motor, V8-Motor im Cadillac. Die dröhnen ja bis zum geht nicht mehr. Oh, hier bergauf. Tatsächlich glaube ich, dass die Rennstrecke... Hoppala. Schon in Forza 4, glaube ich, gefahren. Ich glaube, der vierte Teil war der letzte Ableger der Xbox 360-Reihe. Und das kann gut sein. Deswegen kommt mir die Strecke auch so bekannt vor. Aber hier, glaube ich, bin ich es ja auch schon mal gefahren. Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben uns jetzt für die längere entschieden. 9 Rennrunden, aber ich glaube, das geht allemal klar. Wir werden, glaube ich, 35er Zeiten vielleicht fahren. Hier, ja, die unspektakulären S's, die sind jetzt hier nicht so der Burner wie vielleicht woanders. Oh, ja, erstmal da ein bisschen gucken, wo ich hin muss. Da ging es jetzt gerade nicht lang. Gucken, hier ging es fast mit Vollgas. Okay, die Linie muss ich mir alles mal so ein bisschen herausfiltern. Wir müssen sie erstmal herauskristallisieren. Hier war die Boxeneinfahrt gewesen. Spotter gibt schon Bescheid. Hier gibt Gas. Und da geht es auch gleich jeden Augenblick. Hier Start und Ziel in die erste schnelle Runde. Hier Vollgas. Ah, die Linie aber auch nicht perfekt getroffen. Da bleibt man doch lieber weit außen. Da ist eine Doppel-Links. Man sieht hier auch nicht allzu viel. Auch ziemlich blind das Bergauffahren. Wird, glaube ich, in Q2 alles ein bisschen besser laufen. Allein schon, weil wir in Rennen 1 da unsere Routine kriegen werden. Die langgestreckte Rechtskurve, fast schon zu einer Haarnadel gebunden. Ja, ja, wie gesagt, hier die SS. Ein bisschen lupfen lassen. Hier sind wir sehr gut durchgekommen. Hier mit Vollgas und jetzt versuchen wir hier aber trotzdem mal zu lupfen. Ah, ein bisschen besser. Zwar ein bisschen rausgekommen, aber nicht weiter schlimm. Oh, ich komme mal sehr weit raus. Da kommen die Reifenstapel doch ganz schön nah ran. Und erste Runde, zweiter Platz schon. Wie gesagt, von hier mal von außen probieren. Der erste Sektor wird nicht so unsere Stärken sein, denke ich mal. Zumindest nicht am Anfang. Gerade jetzt hier, wo es bergauf geht. Oh, sehr weit raus, sehr weit raus.
gucken, über der Kuppe aus, könnten wir versuchen zu bremsen. Hier auch den richtigen Punkt finden, um rechtzeitig raus zu beschleunigen. Alles wieder ein bisschen neu. Hier kann man versuchen, wirklich spät zu bremsen. Einen Schwung hier mitzunehmen, dass wir nicht zu oft einlenken müssen. Manchmal reicht es wirklich, wenn wir mit einem Lenkeinschlag beide Kurven nehmen. Das Tempo muss halt nur stimmen. Oh, hier waren wir sehr schnell unterwegs gewesen. Kann man hier irgendwo raus? Kann man hier irgendwo raus? Nö. Ist ja auch Käse gemacht. Ach, scheiße. Hätten sie ja wenigstens ein bisschen auflassen können. Na gut. So, ein bisschen Platz nach vorne. Oh, Zeiten verbessern sollten wir eigentlich noch. Die erste Bestzeit war nicht gerade so mega schnell. Besser durch die beiden rechts durchgekommen. Hier oben ist dann auch wieder kein Problem. Schön den blinden Scheitel getroffen, nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil... Ah, hier auch wieder ein bisschen weit raus. Weil der ist wirklich schwer zu treffen. Über der Kuppe hinaus versuchen wir zu bremsen. Ich wollte gerade sagen, ist möglich, aber boah, der Wagen ist da sowas von instabil. Ja, gut, so kann man auch Schwung holen. Ist eine Strecke, da ist man natürlich ordentlich am Arbeiten. Man hat natürlich keine Verschnaufspause hier. Die neuen Runden werden jetzt schon ein bisschen anstrengender sein als auf manch anderen Kursen. Versuchen wir hier wirklich nochmal eine ordentliche Zeit hinzulegen. So, gleich wieder über Start und Ziel. Doppelrechts hier, Vollgas. Hier auch und versuchen hier schon reinzubremsen. Das war bei Forza genau dasselbe gewesen. Die kann man beide voll nehmen, muss aber wirklich den Punkt erwischen, um wieder voll in die Kurve, in die Rechtskurve schon reinzubremsen. Hier die blinde Kurve, man sieht hier wirklich gar nichts. Ach, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Oh, der Porsche musste auf alle Fälle irgendwelchen Kontakt verspürt haben. Ui, ui, ui. Na, warum bleibe ich denn gerade eigentlich so nah am Hintern dran? Verstehe ich auch nicht ganz. Ein Augenblick. Oho, Mist. Und dann ist auch noch die letzte gezeitete Runde, die ich fahren kann. Oh, yeah, schön. Ohoho, ohoho. Nicht schnell, aber auch nicht langsam. Wir bleiben da immer noch dran am Renault.
mal wieder weit raus. Weg da, weg da, weg da, wo bist du? Super. Ja, das war sehr gut gewesen. Also, ich will jetzt nicht sagen, mich trifft keine Schuld, aber stand halt ein Weg. Bin ich der Meinung. Aber okay, ich bin ja hier nicht allwissend. So, ja, die zweite rechts hier, zweite links, Verzeihung, doch ein bisschen sehr schnell gewesen, aber so viel Zeit hinter dem Renault haben wir gar nicht verloren. Bleiben da also gut dran. Ersten Sektor habe ich auch gar keine großen Probleme. Ich denke mal, in der ganzen Runde gesehen habe ich keine großen Probleme hier, weil hier komme ich gut und schön nah ran. Hier aber wirklich zu spät gebremst. Und dann habe ich ein bisschen, ja, verloren. Wusste nicht, wo lang, muss ich dazu sagen. Und dann, okay, ein kleiner Unfall. Das passiert alles. Ja, gut, dann ist natürlich das Qualifying dann auch zu vergessen. Am Ende des Tages tatsächlich nur mit 6 Zehntel Rückstand und ich bin der Meinung, 1 bis 1,5 Sekunden sind da eigentlich noch dringe. Gar keine so schlechte Zeit und kein so schlechtes Resultat vom Platz 9 aus und damit geht's quasi, ohne großartig zu analysieren, was meine beste Runde war. Es gab keine beste Runde so gesehen, ins erste Rennen. Viel Spaß in Sonoma Raceway. Sonoma Raceway, also ich bitte dich, das sind nicht egal. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call.